Dieses Videotutorial dient Ihnen als Einführung in die interne Struktur von RDMO, auch Backend genannt. Achtung! Das RDMO-Backend kann nur von Administratoren angesehen werden. Ob Sie einen Admin-Zugang bereits besitzen, erkennen Sie an den für Sie sichtbaren Tabs von Management und Admin. Das dem RDMO zugrunde liegende Datenmodell besteht aus verschiedenen Bausteinen. Diese sind in der oberen Navigationsleiste unter dem Tab Management aufgelistet. Im Folgenden werden die einzelnen Bausteine kurz vorgestellt. Beginnen wir mit der Domäne. Die Domäne besteht aus einer Ansammlung von Attributen. Diese besitzen einen hierarchischen Aufbau, ähnlich wie der von Ordnerverzeichnissen. Ein Attribut kann man sich als einen Platzhalter vorstellen, in dem jeweils eine Antwort auf eine bestimmte Frage gespeichert wird. Über die Symbole auf der rechten Seite können Sie ein neues Attribut hinzufügen, ein bestehendes selbst bearbeiten oder es löschen. Beim Klicken des Bearbeiten-Buttons öffnet sich die detaillierte Ansicht auf das Attribut. Das Feld URI-Präfix gibt uns den Namensraum der Ressource an. Es ist zu empfehlen, beim Erstellen eines Fragenkatalogs ein neues URI-Präfix festzulegen. Dieses URI-Präfix verwenden Sie anschließend für alle neu angelegten Elemente des Katalogs, wie zum Beispiel Attribute. Dies ist notwendig, um die Daten zwischen den verschiedenen RDMO-Instanzen austauschen zu können. Daten mit identischen Namen werden beim Import der Inhalte überschrieben. Das Feld Schlüssel stellt die eindeutige ID des Attributes im jeweiligen Namensraum dar. Der Schlüsselname eines Attributs kann beliebig ausgewählt werden. Innerhalb des Namensraumes sollte die ID nur einmal vorkommen. Das Feld Kommentar ermöglicht es Ihnen, Hinweise für andere Admins zu hinterlegen. Die Grundelemente URI-Präfix, Schlüssel und Kommentar finden sich auch in den anderen RDMO-Bausteinen und erfüllen dort eine identische Funktion. Diesen Grundelementen werden je nach Baustein weitere Elemente hinzugefügt. Optionen werden dann benötigt, wenn die Antwort auf eine Frage nicht über einen Freitext, sondern über eine Auswahl an vorgegebenen Antwortmöglichkeiten geschehen soll. In unserem Beispiel sind es die drei verschiedenen Optionen zur Open Access Veröffentlichung. Die Bedingungen prüfen, ob die Fragesets in ihrem jeweiligen Kontext gültig sind, indem auf die einzelnen Fragen die Wenn-Dann-Bedingung angewandt wird. So können zum Beispiel bestimmte Fragen übersprungen werden, wenn eine der vorausgehenden Fragen bereits mit Nein beantwortet wurde. Im Baustein Fragen können Sie dann die Fragen des jeweiligen Fragenkatalogs mit spezifischen Optionen und Bedingungen verknüpfen. Wenn Sie die Fragen eines anderen Fragenkatalogs bearbeiten wollen, müssen Sie eine entsprechende Auswahl im rechten Seitenreiter treffen. Ihre Fragen können Sie auch mit bestimmten Aufgaben verknüpfen. Die Verknüpfung erfolgt dabei mithilfe von Bedingungen. Das heißt, damit eine Aufgabe dem Benutzer angezeigt wird, muss eine Bedingung erfüllt sein. In diesem Tutorial haben wir die verschiedenen Bausteine von RDMO kennengelernt. Im Baustein Domäne befinden sich Attribute. Anhand der Attribute weiß also der RDMO, welche Antworten des Nutzers welchen Fragen zugeordnet werden müssen. Optionen werden benötigt, um festzulegen, dass die Antwort auf eine Frage über eine Auswahl an vorgegebenen Antwortmöglichkeiten geschehen soll. Mithilfe von Bedingungen können zum Beispiel bestimmte Fragen beim Ausfüllen des Fragenkatalogs übersprungen werden. Die Fragen eines Katalogs können schließlich mit den Optionen, Bedingungen und den Attributen verknüpft werden. Außerdem ist es möglich, den jeweiligen Fragen konkrete Aufgaben zuzuordnen. Weitere Details über die RDMO-Struktur erfahren Sie in diesen Videotutorien. Vielen Dank fürs Zuschauen!